Hallo und herzlich willkommen zurück bei Miss Survival. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir machen nochmal eine kleine Tour und zwar tatsächlich nochmal zu Fuß. Ich weiß nicht, ich würde das Auto oder den ATV erst nutzen, wenn wir ihn denn auch wirklich fahren können. Es sei denn, wir finden für unser Pickup keinen Motor. Dann müssen wir da vielleicht einmal eine Ausnahme machen, aber irgendwie finde ich es blöd, das auszunutzen. Wir versuchen nochmal den vierten Reifen zu finden für so ein ATV hier, für unser ATV hier. Und ich würde mich nochmal zurück zur Ranger-Station machen. Da können wir noch ein bisschen weiter looten. Ich würde sagen, ich laufe mal bis zu den Banditen vorne und dann gucken wir mal, dass wir uns da weiter durchschlagen. So, Bandidos sind schon wach. Wir sind wieder am Eingang zu der Ranger Station quasi. Ich würde gern noch mal da weitergehen, wo wir beim letzten Mal umgekehrt sind. Ich glaube, wir haben ja relativ gründlich da die beiden Türme gelootet. Jetzt ist nur die Frage, findet er da noch mal wieder hin? Ja, doch, warte mal, ich glaube schon. Und zwar, lass uns doch einfach mal hier geradeaus gehen. Da waren wir doch beim letzten Mal auch noch nicht wirklich. Guck mal, hier steht. Alter, wie geil. Jo. Hier steht ein Wagen zum Transportieren. Wir brauchen nicht mal einen bauen. Und es wird auch so langsam hell. Nice. Okay, da freue ich mich. Das heißt, den können wir gleich mal hinter uns herzergeln. Aber wir gucken mal eben hier oben beim Zelt, ob da noch irgendwas abzustauben ist. Oh, sogar noch ein Koffer. Wie geil. Die nächste Säge. Wir werden sie bestimmt brauchen. Ich bin ziemlich sicher. Uns Köfferchen. Ah. Sehr geil. Das kann gleich da drin bleiben. Ich würde sagen, die Sachen packen wir auch da rein. Wir stellen uns mal den Koffer einfach auf den Wagen und fahren mal eine Runde. Boah, das ist ja super hilfreich. Hauptsache, du wirst jetzt hier nicht weggeholzt. So. Und der dürfte da jetzt auch drauf liegen bleiben, ne? Perfekt. Auch wenn er ein bisschen komisch draufsteht, aber das ist mir doch erstmal egal. Sag mal, du kleiner Mann, Speicherstand vor lauter Freude. Okay, dann lass uns mal hier lang bollern mit unserem Bollerwagen. Ah, okay. Ja, nice. Hier sind wir doch an der Stelle, wo ich hin wollte. Oh. Warum schwebt hier ein Hardstick? Oh, dich nehme ich doch mal mit. Hier fängst schon wieder so ein bisschen an zu fliegen irgendwie. Da schweben auch die Steine ganz gewaltig. Okay, das hier ist noch nicht so ganz fertig, glaube ich. Aber hier ist aber wieder besser. Also es gibt auf der Map natürlich noch ein paar Bereiche, die nicht fertig sind. Aber ich glaube, es gibt schon erstaunlich viel Inhalt. Da freue ich mich. Umso mehr Folgen kriegen wir hier zusammen. Und umso mehr gibt es zu entdecken. Oh Mann. Was haben wir hier? Achtung. Bürsche. Okay. Rechts oder geradeaus? Ich würde sagen, erstmal hier beim Wagen gucken. Geil. Ja. Meine Feder mit. Jetzt haben wir ja ein bisschen Platz. Was ist hier so los? Was ist das denn?
Ach so. Aber nur ein bisschen Ramsch. Okay. Gott, ey, ich habe irgendwie Angst, dass ich hier gleich immer weggeklötzt werde. Aber ich glaube, hier ist niemand. Sonst hätten sie mich schon weggeklotzt. Was haben wir hier? Oh, Gott sei Dank. Endlich ist das Gezirpe mal vorbei. Oh, danke, da geht's wieder los. Hier kannst du hoch. Oh, hier ist er. Wir haben unseren vierten Reifen. Den schmeiße ich mir aber mal direkt aufs Wegelchen. So, hier so in der Ecke. Kann er nicht wegrollen. Das passt hoffentlich. Und dann gucken wir uns doch hier nochmal ein bisschen genauer um. Ja, da müssen wir unbedingt noch weiter nach oben. Oh. Es ist immer noch. Das gibt's doch gar nicht. Das ist eigentlich der Sound in der Nacht, ne? Oh, noch eine Axt. Sehr gut. Eine Kette. Habe ich auch beim Schneiden gesehen. Ich habe, glaube ich, in dem Haus am See, wo wir den Zombie gekillt haben, beim letzten Mal, habe ich auch eine Kette übersehen. Solche Sachen fallen mir dann immer später auf. Aber so beim Zocken sehe ich doch manche Sachen auch nicht. Man soll es kaum glauben. Na, nehmen wir den zweiten Kocher nochmal mit. Und hier ist nochmal ein Schränkchen für uns. Leider nicht so viel Loot drin. Wir bräuchten eigentlich dringend mal wieder was zu essen. Aber den Schrank nehme ich trotzdem gerne mit. Vielleicht sollte ich mal den Wagen tatsächlich mal hierher holen. Irgendwie steht er ja jetzt auch ein bisschen ungünstig hier. Wir fahren mal rüber. Mit unserer neuen Errungenschaft hier. Stell das aber bitte ein bisschen ordentlich da drauf. So. Kannst du gleich mal was in die Schubladen räumen. Okay, dann Wasser vielleicht nicht unbedingt, aber das hier alles. Oh Gott. Beim letzten Mal ist mir der Wagen weggebackt, ne? Irgendwie unter die Welt gerutscht. Ich hoffe, das passiert hier jetzt nicht wieder. So. Schön stehen bleiben. Dann nehmen wir mal die Pulle mit. Ja, so ist doch das Looten viel geiler. Wir müssen da oben noch drauf. Darf ich nicht vergessen. Jo! Den grünen Schrank, den hatten wir auch schon mal am Start. Den kriegt er hier bestimmt noch drauf. Kurz mal gucken, was es gibt. Ein Verband. Ein Messerchen. Und ganz unten. Ach, ganz unten ging nicht, ne? Kann das sein? Ja. Ah, kein Problem, er trägt alles. Und ich kriege die da auch irgendwie drauf. Nein, die passt so gar nicht. Ja, warte mal. Ich habe das Gefühl, ich höre hier Schritte. Steht doch wie eine Eins. Ey, das wird doch nie was. War mal ein Stück. Ja, gar kein Ding. Passt perfekt alles. So, jetzt nochmal ganz in Ruhe, bitte. Was haben wir denn hier überhaupt? Das ist aber nicht so ein hübsches Bild. Zumindest bleibt uns heute mal der Himmel erhalten, ne? Ich habe jetzt eigentlich nichts groß geändert, aber es kam jetzt auch gar kein Mist bis jetzt.
Ich glaube, immer wenn der Mist kam, hat sich der Himmel dann so verändert. Ah, sehr gut, noch ein bisschen Munition. Ist leider nichts drin. Haben wir einen Reifen? Nee, haben wir nicht. Und hier ist auch nichts drin. Okay, bisschen Sprit, nicht allzu viel. Und nochmal ein Sancho-Fach. Aha! Sehr gut. So. Da hinten sehe ich auch nichts mehr im Wald. Dann müssen wir nur noch da hoch. Ich glaube, dann haben wir den Spot. Was ist denn da oben noch drauf? Wie soll ich denn da hinkommen, bitte? Ach, das ist auch eine Leiter dran. Dann lassen wir erstmal die Leitern hochkraxeln. Komponente, bisschen Wäsche. Noch ein alter Stuhl. Oh, sehr geil, Munition für die Schrote. Können wir nicht genug haben. Und das Ding hier kriege ich schon wieder nicht, so ein alter Auspuff. Darf ich nicht aufheben. Okay, liegt da drüben noch was drauf? Ja, wir gucken mal ein bisschen genauer. Mal runterklettern, bitte. Okay, den Lehm kriege ich jetzt nicht mehr mit. Aber der ist jetzt auch nicht so ultra wichtig. Den können wir zur Not nochmal da lassen. Gut, ich glaube, wir haben es. Wir können weiterziehen. Nimm deinen Wagen mal bitte mit. Alter, das hast du aber auch hier drauf gefeudelt. Das darfst du keinem erzählen, du. Diese Flasche, die steht ein bisschen blöd. Naja, solange es hält. So, ich weiß es nicht. Ursprünglich wollte ich ja mal da. Da ist noch eine kleine Hütte. Ist da ein Bi Da ist ein Bär, Leute. Was mache ich denn jetzt mit dem? Wo können wir hier drauf? Hier oben könnten wir drauf, das ist aber zu hoch. Und hier erwischt er mich doch safe. Weiß leider nicht mehr so ganz genau, wie viel die so weggesteckt haben. Wenn ich da mit der Schrote ein paar Mal drauf zische. Aber das schaffst du nicht rechtzeitig. Nur mal angenommen. Alter, ich würde schon gerne mit dem Haus da mal gucken. Ich will aber auch nicht unbedingt jetzt wegsterben. Dann halte ich es für eine gute Idee. Ne? Ihr wisst schon. Ja, wie schlimm. Hä? Sind da zwei? Ist das ein dicker Bärenhintern da hinter dir? Alles klar, da ist eine ganze Bärenfamilie, also mit zweien.
würde ich mich jetzt, glaube ich, nur ungern anlegen. Aber ich will auch Fleisch. Wir haben Hunger. Wenn ich jetzt ein... Ich habe einen Hardstick dabei, ne? Jetzt mal eins am anderen, bitte. Oh, der eine kommt schon. Wie schnell ist denn der so? Ich gehe erstmal hier hoch. Ist er da? Nee. Hä? Scheiße, das hat schon mal nicht geklappt. Sekunde, ich würde mir mal hier eben. Ich mache mir mal einen Speer. Weil wenn wir nur mit dem Speer irgendwie down kriegen, dann wäre das ja eigentlich günstig. Früher ging das super. Wo ist denn der scheiß Bär jetzt, verdammt? Wenn ich gleich auffrisst, ne? Ich höre was. Oh mein Gott, ich habe Angst. Oh, hier sind ja noch Metal Scraps, die habe ich gar nicht gesehen. Ja, wo ist denn der Bär jetzt hin? Wieder zurückgelaufen? Oder ist er einfach despawned jetzt? Oder steht er gleich hinter mir? So viele Fragen. Dann sehe ich tatsächlich nur noch einen. Auf dem Wagen würde ich ihn ja nicht so gern. Da hinten ist ein Auto. Komme ich da drauf? Und trifft er mich da? Und dann Fragen über Fragen. Der sitzt natürlich direkt vor dem Auto. Oh Gott, ich habe gedacht, hinter mir ist ein Bär. Warum sitzt denn der da und chillt? Hallo. Nicht zufällig hier aufs Haus. Oh. Kommst du? Ich weiß nicht, ich habe Angst. Ich glaube nicht, dass ich auf dem Auto sicher bin. Das ist nicht hoch genug. Ja, der läuft weg. Der läuft tatsächlich weg. Was ist denn das für ein Bär? Bleib hier! Ich hab Hunger! Oh Gott, da ist ein... Oh Gott. Okay, jetzt wird rasiert. Die Gefahr hin, dass ich hier wegsterbe. Oh, okay, wir haben ihn. Sorry für die Lautstärke. Alter, der Sound, ich krieg den nicht leiser. Huh. Okay, jetzt muss ich natürlich kurz mal das Inventar ausräumen. Ich hoffe, der zweite Bär kommt jetzt nicht. Da hinten liegt er. Mal alles hier rein, bis auf die Werkzeuge, die wir bräuchten, um ihn auseinanderzuschrauben. So. Wo ist denn jetzt? Hier. Oh Gott, hoffentlich geht hier nichts in die Hose jetzt. Best to use ein Messer? Jawohl. Das Fleisch hätte ich gerne 2 Stunden ihres Gierens, wenn Mist kommt. Mach mal 1 Stunde. Vier Fleisch. Mist kommt, müssen wir schnell rüber in das kleine Haus laufen.
heißt, ich brauche auch das Leder. Ja, nehme ich auch mit. Mach's halt in Etappen, weil ich nicht vom Mist überrascht werden will. Auch nicht vom. Auch nicht vom Bär, wenn es geht. Alter, hat der ein Fleisch dabei? Junge, Junge. Hauen sie rein. Oh, ich brauche auch diese. Eigentlich brauche ich alles aus den Bären, ne? Ich muss doch kurz ausladen. Wir nehmen den komplett auseinander. Denn die Sehnen brauchen wir auch auf jeden Fall. Ne, warte mal. Ja. Zwei Stück nehmen wir auseinander. Jetzt kommt Mist. Shit! Okay, jetzt habe ich wieder hier diesen komischen Mist. Irgendwas ist da extrem buggy, leider. Es wäre mir schon lieber, wir hätten jetzt einen korrekten Mist, aber ich glaube, wir werden es ja herausfinden. Oh nein, jetzt kommt der zweite Bär zum anderen Bären. Der ist einfach, der schläft nur. Ich habe nichts gemacht. Oh Gott, da ist auch noch ein Bärenjunges dabei. Ich muss dann auch eigentlich direkt zurück, ne, und das Fleisch verarbeiten. Jetzt würde ich gerne aufs Trockengestell ballern. Ich hätte gerne noch das Fett daraus. Aber ich will jetzt auch nicht unbedingt noch den zweiten Bären killen. Das können wir sowieso nicht verarbeiten. Ich meine, das Fett wäre ganz okay. Kann ich da dran, ohne dass der gallig wird? Aber ich nehme nur nicht neben den Bären den Bären aus. Ach komm, das ist doch scheiße, Mann. Okay, wir probieren es einfach. Letzten beiden Stück Fleisch. So, komm. Das dauert jetzt natürlich einen halben Tag oder länger als einen halben Tag. Wir müssen dann auch eigentlich zurück. Gott, wo ist der Bär? Oh mein Gott. Ich brauche was zu essen. Habe ich was dabei? Also ja, eine Menge Bärenfleisch, aber das will ich ja jetzt nicht roh essen. Wir könnten hier kurz mal was trinken. War hier irgendeine Kleinigkeit zu knabbern drin? Nee, hier ist nur eine Dose Pepsi. Hätte ich bald gesagt. Cola? Nee. Dann lass noch mal schnell bei der kleinen Hütte gucken, die wir uns jetzt hier so mühevoll freigeschaufelt haben. Jo! Unser erstes Rucksack-Upgrade. Nein, nicht. Hör doch auf. Ach so. Ja, wir haben zwei Slots mehr. Wie lange hat das denn gedauert? Aber die sehen noch genauso aus wie vorher. Geil.
Oh, das war aber eine sehr erfolgreiche Runde, jetzt muss ich mal sagen. Jetzt sollte ich nur noch zusehen, dass wir möglichst schnell nach Hause kommen. Metal Scraps. Das mit dem Bären hat jetzt halt ultra lang gedauert. Noch eine Säge. Okay, die kleine Hütte ist, glaube ich, auch Spawnpunkt. Da gibt es immer so ein paar Grundmaterialien. Lass den Koffer noch mitnehmen und dann ist aber gut, ey. Fordere dein Glück nicht heraus. Und wir müssen auch noch irgendwie nach Hause kommen. Und da ich ja überhaupt keine Orientierung habe, richte ich den hier noch drunter? Perfekt. Weiß ich jetzt auch nicht, ob ich hier irgendwie abkürzen könnte. Und ich probiere jetzt mal ganz kurz aus, ob ich was umstellen kann, um diesen Himmel wieder klar zu machen. Das könnte doch. Was mag es denn sein? Nee, leider nicht. Da muss ich noch mal ein bisschen mit rumprobieren. Vielleicht lässt sich das dann irgendwie wieder aktivieren. Wir machen uns nach Hause. Jetzt sieht es ja noch schlimmer aus als vorher quasi. Das wollte ich noch mitnehmen. Oh nein. Ja, wir haben eine Pfanne zu Hause, ne? Na warte, ich schmeiß noch mal schnell was in den Schrank. Dann laufen wir aber los. Ey, ersten Bär und erstes Rucksack-Upgrade. Und wir haben auch direkt was zu essen. Ich habe schon gedacht, es gibt hier keine Bären. So. Okay, Abfahrt. Wo kommen wir wohl raus, wenn wir hier runtergehen? Sollte ich das riskieren? Ja, wieso nicht, ne? Nur mal gucken, ob alles auf dem Wagen bleibt. Ja. Ah ja, okay. Puh. Irgendwo hier ist mit Sicherheit auch noch ein Banditencamp. Ich habe keinen Bock, hier weggesnipert zu werden. Ist das das... Ist das das Motel da vorne? Ja, ich glaube, das ist das Motel. Mega nice, dann weiß ich ja, wo ich bin. Den Campingplatz machen wir später, ne? Ich würde sagen, ich bringe meinen Kram erstmal nach Hause. Ich muss unbedingt das Fleisch verarbeiten. Das wäre mehr als nur schade. Wenn das vergammeln würde. Ich rumpel mal ein Stück hier die Straße runter. Und wir sehen uns dann... eine Base wieder. Rumpel, rumpel. So. Ihr Lieben, wir haben es gleich geschafft. Stamina ist komplett am Ende hier. Weil er ja auch gerade Hunger hat. Aber wir werden uns gleich mal richtig geil was auf den Grill schmeißen. Dann gibt es mal ein schönes Stück Bär. Er freut sich drauf. Der Wagen hat die ganze Zeit durchgehalten, auch mitten durch den Wald. Und ist nicht weggebackt. Ich bin stolz auf ihn. Stellen wir mal hier erstmal neben den anderen. Das sieht doch gut aus. So. Fett können wir rendern. Fleisch würde ich mitnehmen, was geht.
Ja, machen wir erstmal so. Dann müssen wir mal den Grill das erste Mal anzünden. Ich habe schon gedacht, den habe ich umsonst gebaut. Ich weiß aber nicht. Ah, diese blöden Dinger sind da drunter gespawnt. Ich hoffe, das ist kein Problem. Ich hatte die ja schon mal weggekloppt, aber die waren plötzlich wieder da, die beiden Kartons da. Vielleicht sollte ich das nochmal umsetzen. Das Ganze. Nee, komm, wir zünden das jetzt an, das wird schon passen. So, ich brauche ein bisschen Rinde. Habe ich die hier? Ah, warte mal, ich glaube, die habe ich hier reingeschmissen. Dann nehmen wir mal die Rinde und ein paar Streichhölzer schon mal mit. Und können damit hoffentlich. Achso, ich habe ja ein Feuerzeug. Ganz aus. Achso. Aber ein bisschen Holz brauchst du vielleicht noch. Ja, nimm mal das hier. So. Oh, perfekt. Nicht mehr gleich das ganze Bude abfackeln, weil die Kartons jetzt Feuer fangen. Kann ja passieren. So, dann lass mal zischen. Ich glaube, zwei Stück gönnen wir uns mal jetzt direkt. Ich hätte wahrscheinlich lieber. Ja, eigentlich ist es wahrscheinlich auch egal. Die paar Prozent machen den Kohl jetzt auch nicht fett. Stunde 30. Rohes Bärenfleisch. Okay, ich traue mich jetzt nicht wegzulaufen, sonst verbrennt mir das doch wieder. Sonst hätte ich schon mal schnell was vom Auto holen können. Nee, nee, das mache ich dann nachher in Ruhe in der Nacht. Jetzt wäre es mir erstmal wichtig, dass wir was Leckeres zu essen kriegen. Er hat nämlich echt Schmacht. Der arme Bengel. So, wie sieht es denn aus? Funktioniert das hier jetzt alles? Oder. Das dauert aber extremst lange. Funktioniert das nicht? Medium. Okay, es dauert lange, aber es funktioniert. Okay. Da freue ich mich. Jetzt mal mein Gesicht sehen sollen, wenn das jetzt die ganze Zeit ruhig geblieben wäre. In Tränen wäre er wieder ausgebrochen. Sehr nice, ich freue mich. Hast du ein Licht noch an? Das kannst du jetzt mal eben ausmachen. Wir haben ein schönes, helles Lagerfeuer am Start. Ah. Well done. Bin ja leider eher so der Durchtyp. Ich würde das jetzt tatsächlich auch nochmal braten. Ich hole nochmal den Rest rein. Nehmen wir den ganzen Schrank jetzt hier mal mit. Den stellen wir schön hier hin. Muss noch mal ein bisschen drehen, das Ganze. So. Alter. Jetzt geht mir das Ding wieder auf den Sack. Oh, nicht verbrennen, Fleisch. Bitte nicht verbrennen. Ich brate das jetzt alles mal durch. Wir machen uns aber gleich auch noch Trockenfleisch. Wenn ich hier. Wo habe ich das Salz gelassen? Hier. So viel haben wir noch nicht. Aber das hier kannst du ja schon mal direkt reinkübeln. Ich glaube, das sollte reichen, ne? Nicht, dass das andere jetzt verbrennt hier. Sind wir schon Medium? Na, jetzt sind wir. Bei denen hier sind wir Medium. Komm, lass entspannt fertig brutzeln. Aber wenn ich das jetzt esse, verbraucht es ja auch Zeit. Und dann könnte es sein, dass mein anderes Fleisch verbrennt. Das wollen wir ja nicht.
So. Dann guten Appetit. Das heißt, wir können uns selbst mit Fleisch versorgen und wir können uns selbst mit Wasser versorgen. Oh. Oh, 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 oh. Nicht verbrennen. Junge, ist das ein Hucken. Okay, dann nutzen wir gleich noch den Kochtopf, um das Fett zu rendern. Schmeiß das mal rein. Da können wir uns selbstständig auch noch Sprit herstellen. So. Wenn das letzte durch ist, dann machen wir es nochmal zumindest zum Teil zu Dry Meat. Zwei Stück können wir verarbeiten. Da muss ich aber vorher nochmal mein Inventar komplett ausräumen hier. Jetzt kriege ich das, glaube ich, gar nicht alles da rein. Medium, ja, gleich ist durch. Wir brauchen mehr Salz. Nu wird fertig. Muss wahrscheinlich auch noch ein bisschen Holz nachlegen, damit das Fett durchrendern kann. Aber wir haben noch Feuerholz da. Jo, da ist es fertig. So. Leg mal erst Holz nach. Kompletti. Ich mach nur mal drei rein. Das sollte hoffentlich reichen. Ja, zwei Stunden. Nice. Und dann basteln wir uns mal Trockenfleisch. Achso. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. So, verhungern werden wir auf jeden Fall nicht mehr. Können wir uns noch ein zweites von herstellen. Sehr gut. Mehr geht leider erstmal nicht. Wir haben nicht genug Salz. Ich hoffe, es vergammelt jetzt hier nicht alles. Ich würde so gerne in den Kühlschrank packen. Was sagt das Fett? Können wir die anderen gleich hoffentlich auch noch nachlegen. So. Packen wir erstmal alles in den Schrank. Das Gammeligste nehme ich mir noch raus. Das können wir dann zum Frühstück essen. Geht natürlich jetzt recht schnell kaputt, leider. Aber was willst du machen? Gibt es eigentlich neue Kochrezepte? Habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ich, glaube ich, jetzt auch nicht wechseln. Ne? Ich warte erstmal ab, bis das Fett durch ist. Ihr Lieben, was eine geile Runde, muss ich mal sagen. Erster Rucksack, ein Bär gekillt, ordentlich Fleisch am Start. Wir haben was zu futtern. Und wir haben sogar den Reifen fürs ATV fertig. Jetzt ist nur die Frage, mit dem Handwagen ist das Looten wahrscheinlich sogar noch besser. Aber wenn wir größere Distanzen zurücklegen wollen, um erstmal die Map ein bisschen zu erkunden, wäre natürlich der ATV nicht schlecht. Müssen wir mal gucken. Überlege ich mir bis zum nächsten Mal. Für die Folge erstmal vielen Dank fürs Zusehen. Es war mir ein Fest. Schnetzelt schön selber Zombies in eurer Runde, wenn ihr denn zockt. Und der Rest macht sich einfach einen schönen Tag. Und wir sehen uns morgen wieder bei Miss Survival. Danke fürs Reinschauen. Ich bin weg. Tschüssi.